Hey, wie geht's denn meinen Halbstarken? Platz machen! Vorsicht! Oh. Bist eben ein alter Sack. Aber geh. Na. Siehst du, so einfach geht es. Na, wie war es denn? Ist es heute ein bisschen besser gelaufen? Zuerst nicht. Die Brüder versuchen es immer wieder. Aber ich habe ihnen ein bisschen Pfeffer in den Arsch geblasen. Und oh, das würde ich gern sehen. Nimm dir doch mal ein paar andere. Studiomusiker gibt's doch wie Sand am Meer. Na, das nenne ich einen Tipp. Nein, weißt du, die sind soweit ganz in Ordnung. Man muss immer nur am Ball bleiben. Die warten nur drauf, dass man nicht aufpasst und schon fiedeln die eine lasche Nummer runter. Ach, sag mal, hast du das Fischfutter gekauft? Ach. Du hast doch nichts anderes im Kopf als dein Aquarium. Na, besser als Mädchen, oder? Die Fische machen mir Spaß, sie sind erholsam. Aber wie gesagt, wenn dir eine Freundin lieber wäre... Ich weiß, die Frauen stehen Schlange vor der Tür des unwiderstehlichsten Charmeurs von San Francisco. Ich mache Schallplatten, bin also sowas wie ein Künstler. Auf sowas sind Frauen unheimlich scharf. Ich meine, du bist ja das beste Beispiel. Mein Gott, wenn ich dran denke, was mir alles durch die Lappen geht. Lach nicht, du Arsch. Hast du vorhin die Alte mit den riesigen Titten gesehen? Hat ausgesehen wie ein Euter. Mann, wenn ich mal so aussehe, beiß ich mir in den Hintern. Aber ich habe mal gelesen, dass die Männer unheimlich drauf stehen auf so große Möpse. Eins sag ich dir. Wenn ich erwachsen bin, gehe ich ran wie eine Hafennutte. Sag mal, in welchem Buch haben wir das gelesen? Weißt du es nicht mehr? Nein, du alte Sau. Du, Jessica, meinst du nicht, dass wir mal was dagegen unternehmen sollten? Ich meine, das geht doch ein bisschen zu weit. Du meinst die Worte, die die Kinder benutzen? Ach, das verliert sich wieder. Verbieten halte ich für ganz falsch. Also normal ist das aber nicht. Meine Eltern, die hätten mich, glaube ich... Die Kinder sollen ruhig ein ganz offenes Verhältnis zu all diesen Dingen bekommen. Ich möchte jedenfalls nicht, dass meine Tochter eines Tages alter Hurenbock zu mir sagt. Und das wird sie schon nicht tun. Ach, ich hab die Scheißbücher vergessen. Eine Prise E605, eine vergiftete Banane. So. Na hör mal, das kannst du aber nicht so sagen. Ich bin schließlich mit anderen Sachen beschäftigt. Ein bisschen Leichenmehl. Und geriebene Würmer. Und sie verstehen sich untereinander ausgezeichnet und gehen niemanden auf die Nerven. Jetzt ist es aber genug, Gail, verstanden? Kind, dieser Idiot hat die Kuchenform runtergeschmissen. Wie redest du denn von deinem Bruder? Nimm dich gefälligst zusammen. Immer ich. Ken, heb die Kuchenform wieder auf. Ich hab sie aber nicht runtergeworfen. Du, ich lass dich den Fußboden mit der Zunge auflecken. Wie Kinder, hört doch mal auf, euch zu streiten. Ken, warum heulst du, Arschloch? Hör endlich auf und lass mich schlafen. Los, hau dich wieder hin, ja? Und wenn du nochmal anfängst, dann komm ich und hau dir was auf die Fresse, klar? Da kann man ja wahnsinnig werden. Zähl die Schäfchen und wenn du nicht zählen kannst, spiel mit deinem Schwänzchen. Das hilft immer. Gail, mach schon auf. Ach, der hat mir noch gefehlt. Wie oft habe ich schon gesagt, dass du nicht abschließen sollst? War doch gar nicht abgeschlossen. Ken, hast du schlecht geträumt, ja? Komm, sag mir, was ist. Seit wann weint er denn schon? Warum sagst du mir denn nicht Bescheid, wenn dein Bruder was hat? Ach, der gibt doch immer bloß an, diese Heulsuse. Hey, ich werd verrückt. Sieh doch mal, was er da hat. Zeig mal her. Was ist denn das? Woher hast du das? Der Junge hat ja hohes Fieber. Jessica, er hatte irgendwas. Ich rufe George an. Och, diese beschissenen Männer müssen immer Wind machen. Hau ihm Zäpfchen hinten rein und flupp ist das Scheißfieber wieder weg.